Video zu mathematischen Voraussetzungen. Heute geht es um Grundregeln der Gleichungen, Formel umstellen und Rechnen mit Hochzahlen und Potenzen. Der Ziel dieser Übung sollte grundsätzlich eine einheitliche Sprachregelung für die wichtigsten Begriffe in der Mathematik sein. Die wichtigsten Regeln schauen wir uns noch einmal an und Sie sollten schnell und sicher die wichtigsten Formeln der Elektrotechnik umwandeln können. Textaufgaben solltet ihr lösen können und Sie sollten Fehler und Lösungen von Textaufgaben finden und zwischen Fehler und Lösungsweg und Rechenfehlern unterscheiden können. Schauen wir uns die erste Seite an. In der ersten Seite sind einmal ein paar Grundbegriffe geklärt. Und zwar, es gibt eben einen Term, es gibt Variablen. Variablen sind nichts anderes wie Platzhalter, die finden wir in allen Formeln wieder. Punkt geht vor Strichrechnung. Das sollte klar sein, in dem Fall hier kurz angezeigt. Die Klammer hebt die Regeln auf, das sollte jetzt auch wissen, dass man zuerst hier die Klammer ausrechnet, dann 15 plus 4 ist 19 und dementsprechend dann das Ergebnis. Malpunkte dürfen weggelassen werden, wenn die Übersichtlichkeit nicht leidet. Das heißt, 2 mal a mal b ist 2ap. Natürlich geht das nicht bei Zahlen, weil da würde sich ja der Wert sonst drastisch ändern. Faktoren und Summanden dürfen vertauscht und zusammengefasst werden. Das heißt, es ist unerheblich, ob a mal b mal c oder b mal c mal a oder c mal a mal b. Es kommt immer das Gleiche heraus. Die Vorzeichenregeln noch einmal kurz wiederholt. Plus mal Plus ergibt Plus, Minus mal Minus ergibt auch Plus und die anderen Kombinationen Plus mal Minus und Minus mal Plus ergibt jeweils Minus. Auflösen von Klammern grundsätzlich, das heißt zuerst die Klammer lösen und dann, wenn vor der Klammer ein Minus steht, dann ändert sich das, was in der Klammer gestanden ist. Wir schauen auf die nächste Seite, Rechnen mit Brüchen. Wir haben der Zähler und der Nenner ist gleich wie Zähler durch Nenner, das heißt der Bruchstrich und das Divisionszeichen haben die gleiche Bedeutung. Der Rest haben wir dann eine Dezimalzahl, 3 Viertel ist 0,75 oder es ist 75 durch 100, da kann man natürlich entsprechend variieren. Man kann auch Brüche erweitern oder kürzen, brauchen wir jetzt nur bedingt und wir schauen weiter. Gleichungen sind eine wichtige Sache. Gleichungen leben davon, dass auf der rechten Term und auf dem linken Term immer das Gleiche gemacht wird. Ansonsten haben wir ein Ungleichgewicht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir uns das da jetzt anschauen, da unten, gibt es einfach kurze Übungsbeispiele. Wir schauen uns das allerdings auf einer nächsten Seite an. Auf der nächsten Seite gibt es ein Musterbeispiel. Ich gehe davon aus, jeder kann Formeln umwandeln, aber wir üben das einfach noch einmal. Wir schauen uns das an. In dieser Formel hier hätten wir gern das h herausgefischt. Gut, ich schreibe das auf der Rübenseite kurz her. A ist gleich c mal h durch 2. Und wir wollen uns das h herausfischen. Also beginnen wir mit mal 2. 2a ist gleich c mal 2 durch 2. Wir sehen schon, wir machen beide Seiten das Gleiche und beide Seiten das Gleiche, meine ich hier den Zweier und hier den Zweier. Der untere bleibt stehen, der kürzt sich jetzt doch allerdings jetzt weg. Da kürzt er sich weg und dementsprechend ist er auch verschwunden. Weiter geht's mit 2a. Ja, das habe ich vergessen. Ist gleich. Jetzt wollen wir das c verschwinden machen durch c, also 2a durch c ist gleich c mal, das 2er verschwindet jetzt, h durch c und wieder das c kürzt sich heraus. Übrig bleibt jetzt folgender Bereich, 2a durch c ist gleich h oder wir können auch schreiben, h ist gleich 2a durch c. Links und rechts, ob man das jetzt spiegelt, ist im Prinzip das Gleiche. Schauen wir uns das untere Beispiel noch an. Beim unteren Beispiel wollen wir das d herausfischen. Und beim d sehen wir ein Quadrat dabei, deswegen schauen wir es uns ein bisschen genauer an. A ist gleich d Quadrat mal b Viertel. Jeder weiß, das ist die Flächenformel von einem Kreis. Wir wollen das d herausfischen, also ich beginne mit mal 4. Damit haben wir hier 4a stehen, ist gleich d Quadrat mal b mal 4 durch 4
Wir wissen, die Vierer kürzen sich weg und übrig bleibt es. 4a ist gleich d Quadrat mal pi. Nächster Schritt durch pi. Es ergibt 4a durch pi ist gleich d zum Quadrat mal pi durch pi. Wir kennen das Spiel schon. Pi kürzt sich weg und übrig bleibt d Quadrat. Um das Quadrat wegzubringen, müssen wir die Wurzel ziehen. Also den ganzen Term da drüben und eine Wurzel 4a durch pi ergibt d und die Wurzel aus d zum Quadrat ist d. Und das ist unser Ergebnis und das steht auch hier im Beispiel 2 im Buch. Der Weg, den der Löser hier gewählt hat, ist ein bisschen anderer wie ich. Wir sehen schon, es gibt unterschiedliche Wege, aber das Ergebnis ist das gleiche. Wir schauen weiter. Übungsbeispiele, die habt ihr sicher in der ersten Klasse gelöst. Gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf ein paar Spezialitäten ein. Schauen wir die obere Reihe bis auf den letzten, das schauen wir uns kurz an, und zwar den i. Ganz kurz, p ist gleich i zum Quadrat mal r. Wir bringen r auf die andere Seite durch r. P durch r ist gleich i zum Quadrat. Und jetzt sehen wir die Wurzel draus. Also die Wurzel aus p durch r ist gleich i. Nur zur Erklärung noch einmal. Da unten, die weiteren Beispiele sollten klar sein. Das ist vielleicht noch ein bisschen spezieller. Schauen wir uns heran und wir versuchen uns das U1 herauszufischen. Schreiben wir die Formel noch einmal heraus. P1 durch P2 ist gleich U1 zum Quadrat durch U2 zum Quadrat. Das Quadrat macht uns ein bisschen Sorge. Wir beginnen mit mal U2 zum Quadrat. P1 mal U2 durch P2 ist gleich U1 zum Quadrat. Sehr schön, die Kürzerei kann man auch weglassen, diese Zwischenschritte. Das ist eine reine Übungssache. Und das Quadrat bringen wir mit der Wurzel wieder weg. Also das Ganze wieder durch über die Wurzel. P1 mal U2 zum Quadrat. Ui, da habe ich das Quadrat vergessen. Durch P2 ist gleich U1. Gut. Die Beispiele können Sie im Buch lesen, aber wir haben für euch dann Übungsbeispiele, die schauen wir uns dann gleich im Detail an. Die nächste Seite beinhaltet Hochzahlen und Potenzen. Diese von 0 weg mit Millimikro, Nano, Pico müsst ihr kennen und oben haben wir Kilo, Mega, Giga und Tera. Das heißt von 10 hoch 3 bis 10 hoch minus 12 und von 10 hoch minus 3 bis 10 hoch minus 12. Hier sehen wir noch die SI-Einheiten. Die habt ihr sicher in der ersten Klasse gelernt, ansonsten kurz wiederholen. Schauen wir uns die Hochzahl noch im Detail ein bisschen an, da kenne ich manchmal Schwierigkeiten. Und das schauen wir uns an anhand eines Beispiels. Gehen wir davon aus, euer Taschenrechner gibt den Wert mit 0,030 Ampere heraus. Das ist unser erstes Beispiel. Erstes Beispiel, 0,030 Ampere. Das sind 30 mA oder wir können auch sagen 30 mal 10 hoch minus 3 Ampere. Damit wären wir wieder auf der Grundeinheit. Und so kann man es auch besser in den Taschenrechner eingeben. Das hoch minus 3, ihr habt ja von dem Taschenrechner eine Taste drauf mit EE und das EE macht uns gleich das 10 hoch und dann brauchen wir nur die Hochzahl einsetzen und dann geht das schon. Machen wir ein zweites Beispiel. Zum Beispiel 0,00007 Mikrofarad zum Beispiel. Wir können es natürlich hinschreiben. Da wird es uns schon fast schwindlig. Da kann man es auch vertun. Mikrofarad, da habe ich einen Fehler gemacht. Das lösche ich sofort weg. Das ist fatal. 0,7 Farad. Klarerweise. Das sind 7 Mikrofarad. Und das sind 7 mal 10 hoch minus 6 Farad. Gehen wir noch einmal in die positive Abteilung. Drittes Beispiel. Drittes Beispiel besagt, keine Ahnung, 20.000 Volt zum Beispiel. Drittes Beispiel, 20.000
1000 Volt sind 20 Kilovolt und das sind 20 mal 10 hoch 3 Volt. Bitte passt ganz genau auf das Minus hier. Habe ich aber ein Minus oder kein Minus in dem Fall, das sind gravierende Unterschiede. Überlegt euch einmal, mit Minus sind wir im 0, Bereich und ohne Minus sind wir im Kilobereich. Textbeispiele sind normalerweise selbsterklärend. Schauen wir uns noch kurz die beiden Arbeitsblätter an, die wir haben. Und zwar bitte ordentlich ausfüllen, ordentlich lösen, Nebenrechnungen selbstverständlich in ordentlicher Form machen. Es sind einfache Beispiele drauf. Die erste ist das Ohmsche Gesetz, sollte klar sein. Zweites ist eine Leistungsformel. Immer P berechnen und U berechnen. In dem Fall R und U, das haben wir schon gehabt. U, aufpassen, hat ein Quadrat versteckt. Das ist ein Geschenk unsererseits. Bitte beachten, wenn man das auf die andere Seite, das Plus auf die andere Seite bringt, wird es zu einem Minus. Hier aufpassen, Punkt vor Strich. Und im unteren Bereich, das ist ein bisschen eine Herausforderung. Ich denke, ich werde es aber trotzdem schaffen. Das nächste Beispiel haben wir hier. Einheiten umwandeln und Flächenberechnungen haben wir gerade besprochen. Sollte funktionieren. Auch dieses Thema müsste klar sein. Hier haben wir noch Längen und Flächen. Quadratmeter, Quadratdezimeter umrechnen. Das sollte klar sein. Umwandeln in Brüche, das heißt unter Umständen in den Taschenrechner eingeben und in Dezimalzahlen anschreiben. Stunden und Minuten, das sollte auch klar sein. Und die Zehnerpotenzen haben wir gerade besprochen. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr uns auf der Kommunikationsplattform Teams kontaktieren. Da können wir euch weiterhelfen. Ansonsten ist auch die Telefonnummer bekannt gegeben. Habt keine Scheu, wenn ihr euch nicht auskennt, ruft an. Bitte haltet den Abgabetermin ein. Der ist in Moodle eindeutig erkennbar. Wir legen großen Wert auf sorgfältiges Arbeiten. Und in diesem Sinne wünsche ich gutes Gelingen beim Lösen dieser Arbeitsblätter. Und gebt sie bitte termingerecht ab.